wen habe ich denn da getroffen? Herrn Joachim Steinhöfe, ich grüße Sie. Ah, guten Tag. Gleich nach dem Boxkampf, ne? Sie haben wahrscheinlich mal wieder ein Rededuell gehabt. Naja, es liegt an der Aufregung, weil ich von Ihnen interviewt werde. Da wird jeder nervös. Können Sie einen Schritt mit mir nach vorne kommen? Das macht es intimer und persönlicher. Herr Steinhöfe, ich bin ein großer Fan von Ihnen, weil Sie sind ein Mensch, der wirklich eine direkte Sprache spricht, eine klare Sprache und zu allen Themen auch wirklich eine Haltung hat und nicht so wischiwaschi redet, sondern wirklich Farbe bekennt und dann aber auch oftmals polarisiert. Gibt es aktuell ein Thema, was Ihnen wirklich auf der Zunge brennt, wo Sie sagen, dafür stehe ich immer wieder gerne ein und das möchte ich immer wieder gerne auch, dafür will ich auch wieder, immer wieder gerne erklären? Ich glaube, dass es Deutschland gut tun würde, wenn man in der politischen Auseinandersetzung etwas mehr Respekt vor abweichenden Meinungen hätte und sich ab und zu auch mal vernünftig und zivil auseinandersetzt und um die Sache kümmert und nicht immer nur Schubladen aufmacht und einander anpöbelt. Das könnte denn jetzt die Assoziation wecken, dass Sie sagen, auch der AfD müsste man eine Stimme geben, als Beispiel? Ich habe mich sehr, sehr kritisch zur AfD geäußert und ich glaube, wenn man Herrn Höcke hört, hört sich das so an, als schaltet man den Sportpalast an in den 30er Jahren. Das meine ich ganz grundsätzlich, das war nicht auf eine Partei bezogen. Auch zwischen den anderen Parteien herrscht ein Diskurs und eine Tonalität und auch außerhalb dessen in den sozialen Medien, die schädlich ist und die den vielen Problemen, die wir in diesem Land haben, nicht gerecht wird. Wenn man einfach akzeptiert, dass jemand anders eine andere Weltanschauung hat, man setzt sich auseinander und versucht, eine vernünftige Lösung zu finden. Wann findet das noch statt? Im Bundestag argumentieren die Menschen immer nur entlang der Parteilinien, was in der Fraktion vorgegeben wird und plappern das nach. Und auch in den Medien ist es so, ja, die Zeitung ist ja in der Schublade und die Zeitung ist in der anderen Schublade. Ist das Argument richtig oder falsch? Das ist eigentlich, worauf es ankommt. Ja. Aber Sie haben sich jetzt nicht konkret zu einem Thema bezogen. Ich meine, es ist ja in diesem Land überall im Argen. Es gibt ja kein Thema mehr, wo man nicht sagen kann, also da ist mal was richtig gemanagt worden. Also ob wir den sozialen Wohnungsbau nehmen oder Deindustrialisierung, Inflation, Energiepreise. Wo ist denn mal ein Thema, wo wir einen Lichtblick haben? Das gab es doch früher nicht. Dass wir wirklich in alle Himmelsrichtungen zu jedem Thema eigentlich unbefriedigt eigentlich sein konnten. Und man sieht ja auch, die Ampelregierung verliert mehr und mehr an Zustimmung. Nur noch 35%, glaube ich, insgesamt. Das große Problem ist, glaube ich, dass viele Menschen glauben, dass es zur Regierung, wie wir sie jetzt haben, keine glaubwürdige Opposition mehr gibt, weil durch die Merkel-Jahre die CDU eben in ihrem konservativen Kern sich im Wesentlichen verändert hat. Und deswegen, und weil die Leute auch das mit dem Nazi-Gelaber nicht, die nehmen das einfach nicht mehr ernst, jeder, selbst Sarah Wagenknecht war ja schon Nazi. Und jetzt laufen die Leute hin und wählen AfD und sagen, es ist mir scheißegal. Und das ist ein trauriges Ergebnis einer gescheiterten Diskussionskultur, jedenfalls auch. Herr Merz, den ich auch selber mal schon mal interviewt habe, bringt ja auch keine wirkliche, auch wie Sie sagten, oppositionellen Gedanken. Ist eigentlich nur noch linear mit den anderen Parteien, aber möchte halt gerne dann die nächste, sag ich mal, Legislaturperiode wahrscheinlich gerne mitleiten, was ihm wahrscheinlich auch gelingen kann. Ich glaube, Herr Merz hat jedenfalls insofern eine sehr gute politische Entscheidung getroffen, dass er Carsten Linnemann, den besten Mann, den ich in der CDU sehe, zum Generalsekretär gemacht hat. Ja, wunderbar. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Ihren Fällen. Ja? Vielen Dank.